Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu diesem Video, in dem ich mit euch über Ideen und Anregungen für ein neues Parkbauprojekt reden möchte. Und das hat natürlich folgenden Hintergrund. Patch 1.10 ist rausgekommen und damit ganz viele neue Inseln im Sandkastenmodus. Die können wir hier einmal auswählen, da seht ihr schon. Also Isla Nublar war ja die Standard-Map und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neue Inseln bekommen. Das heißt, wir können wieder ganz viele neue Dinge ausprobieren, ganz viele coole neue Parks bauen, uns kreativ austoben. Und ich bin wieder richtig motiviert, einen Park zu bauen. Ich habe richtig Bock, nur fehlt mir natürlich ein Motto und ich weiß noch nicht, auf welcher Insel ich das machen möchte. Und genau dabei brauche ich eure Hilfe. Also ich werde euch gleich einmal diese neuen Inseln vorstellen. Isla Nublar lasse ich erstmal außen vor, weil darauf möchte ich logischerweise nicht bauen. Genau, ich werde euch die kurz vorstellen, die Inseln. Und dann hätte ich gerne von euch, falls ihr coole Ideen habt, also ihr sollt dann, ich erkläre es euch mal ganz kurz anders, ja? Ihr sollt dann in die Kommentare schreiben, einmal die Insel, auf der ich bauen soll. Also ich zeige euch die ja gleich. Und dann sollt ihr das dazugehörende Motto dazu schreiben. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt etwas, was ich schon mal gemacht habe. Zum Beispiel Insel, Doppelpunkt, Isla Nublar. Und dann schreibt ihr darunter Motto, zum Beispiel Desert Park. Dann soll ich sozusagen einen Desert Park auf Isla Nublar bauen. Also so sollt ihr das in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich mir so ein paar coole Ideen raussuchen. Und dann werde ich wahrscheinlich ein Vote oder sowas starten. Und dann könnt ihr entscheiden, was für einen Park ich als nächstes bauen werde. Ich hoffe, das war jetzt verständlich, aber ich denke schon. Bei dem Motto müsst ihr natürlich nicht zum Beispiel nur zwei Wörter schreiben, wie Desert Park. Ihr könnt natürlich auch einen Satz schreiben, zum Beispiel. Also lasst euch da kreativ was einfallen, würde ich mich sehr darüber freuen, weil ihr habt immer so gute Ideen und ich denke, eine von euren Ideen werde ich mit Sicherheit umsetzen können. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt auf die erste Insel. Ich werde euch als erstes mal Isla Matanceros zeigen. War das schon immer so, dass man mit einem Helikopter hier ankommt? Das ist ja richtig cool. Wusste ich gar nicht. Oder ist die Animation neu? Wahrscheinlich ist sie neu, oder? Na cool, feiere ich. Also, Leute, das ist Isla Matanceros. Kennen die meisten ja von euch sicherlich. Ja, ist eine relativ kleine Insel, würde ich sagen. Ich glaube, in der Größenangabe war sie mittel. Was ich auffällig finde, sind hier diese kleinen, spitzen Klippenberge. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Da haben wir auch einen mittendrin im Park. Da kann man leider aber auch nicht drauf bauen. Aber kann man sehr, sehr cool in seinen Park mit einbauen, hier diese Klippen. Ist natürlich mehr so ein waldiger Park. Also bietet sich hier wahrscheinlich ein grünes Motto, sage ich mal, am meisten an. Also so groß ist die Insel. Also das hier ist die Inselform. Ja, und wenn ihr wenn ihr die Insel am coolsten findet und ein cooles Motto für diese Insel habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, ich habe es vorhin einigermaßen verständlich erklärt, also wie ihr es reinschreiben sollt. Was ich euch nochmal ganz kurz zeigen will hier auf der Insel, ist die Neuerung, die ich mega wichtig finde. Also man kann jetzt wirklich Wege bauen und dann darunter das Terrain zum Beispiel noch ändern. Können auch nochmal einen Stein hinmachen. Also vorher konnte man ja nicht mal mehr das Terrain von, also hier das Gras wegmachen. Das musste man halt immer vorher machen. Mittlerweile kannst du halt hier pinseln, wie du willst und du hast keine Ränder mehr. Das ist auch bei jedem Gebäude so. Also ob wir jetzt hier einen Zaun bauen oder einen Futterspende oder sowas. Der Boden hat, also die ganzen Sachen haben keine Ränder und sowas mehr. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Und damit kann man halt richtig coole Parks, denke ich mal, bauen. Und deswegen will ich jetzt auch unbedingt wieder einen neuen Park bauen. Wir haben jetzt so viele neue Inseln. Wir können jetzt endlich schön bauen. Das wird richtig, richtig cool werden. Aber ich würde sagen, das soll es für Isla Matanceros gewesen sein. Wir haben ja noch einige Inseln vor uns. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Insel. Und da sind wir schon auf Isla Muerta. Und ihr seht schon, das sind halt eine ganz andere Atmosphäre hier als auf Isla Matanceros. Ja, die meisten von euch kennen die Insel sicherlich auch. Ist sehr, sehr bergig, hat große Berge im Hintergrund. Ist auch hier ein bisschen hügelig, also der Eingang ist relativ hoch gelegen. Dann geht es hier so runter Richtung Strand. Und ja, ist ziemlich cool. Ich hoffe, man kann das erkennen hier, die Begrenzung. Die ist ziemlich schwer zu erkennen.
Das hier ist die Parkbegrenzung, die zeige ich euch einmal, damit ihr die Größe ungefähr einschätzen könnt und die Form. Also relativ schmal und länglich, würde ich jetzt so sagen. Und natürlich sehr, sehr cool, dass es hier unten so zum Strand noch hingeht. Allerdings kann man den natürlich nicht bebauen, aber das kann man natürlich noch mit einbeziehen. Wir können mal ganz kurz hier was ausprobieren. Ich will natürlich jetzt auch nicht zu lange auf jeder Insel bleiben. Also ihr seht schon, ne? Man hat hier trotzdem immer noch so einen Grasrand. Das muss man halt bedenken, aber das ist ja an sich gar nicht so schlimm. Aber ich denke mal, das sollte ja erstmal reichen von Isla Muerta. Und damit sind wir auf Isla Tacano und auch hier ist wieder ein ganz anderes Feeling und Stimmung. Also man hat ja diesen großen See in der Mitte mit den zwei Wasserfällen im Hintergrund und ja, alles sehr schön grün, kein Sand. Also auch sehr, sehr cool. Der Eingang hier in so einer Enge zwischen Klippen finde ich auch mega, mega cool. Also richtig coole Insel und ja, auch eine sehr interessante Insel von der Form her, wo man bauen kann. Also es ist halt so ein Kreis oder so ein Halbkreis um den See herum so ein bisschen. Hier hat man einen größeren Bereich und hier rechts hat man einen größeren Bereich. Ansonsten auch sehr, sehr schmal und nicht so einfach zu bebauen, sage ich mal. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool mit diesem See im Hintergrund. Also gefällt mir echt gut. Und ja, ab zur nächsten Insel. Meine Güte, dauert das lange. Ich sag schon mal für euch, Leute, wir sind hier auf Isla Penna. Und das ist eine sehr dunkle, düstere Insel, wie ihr seht. Sehr viel mit Klippen und ja, es ist Nacht. Ich weiß gar nicht, wie es hier bei Tag aussieht. Kann man hier überhaupt Tag einstellen? Das können wir gleich mal testen. Ich habe die Insel, glaube ich, noch nie bei Tag gesehen. Aber ihr seht schon, sehr, sehr dunkel, sehr viele Klippen, Felsen und sowas. Aber hier direkt das Meer, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Ist aber auch sehr schwer zu bebauen und sehr wenig Platz vorhanden. Ich zeige euch das mal. Also hier oben ist der Eingang, auch sehr wenig Platz, sehr schmal. Hier kann man damit im Weg durch. Wenig Platz für Gebäude und sowas. Also kann auf jeden Fall sehr interessant werden, glaube ich. Es geht hier natürlich auch hier schöne Berge noch so mittendrin. Und es geht hier von oben nach unten. Also viele Höhenunterschiede. Also eine sehr, sehr coole und interessante Insel. Halt nur sehr schwer zu bebauen. Hier ist noch eine Besonderheit, aber bevor wir das ausprobieren, hier einmal ganz kurz gucken hier. Tag, wie das aussieht. Habe ich noch nie gesehen auf der Insel. Ah, geht sogar, okay. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ich glaube, in der Story ist es immer Nacht, oder? Kann das sein? Jetzt sieht es hier gar nicht mehr so düster aus. Aber gut zu wissen. Eine Besonderheit auf dieser Insel ist auf jeden Fall, man kann hier keinen Sand benutzen, sondern hat hier nochmal ein eigenes... Ach, doch, es war richtig. Ein eigenes Terrain, das es, glaube ich, nur auf dieser Insel gibt. Das ist nämlich hier Schiefer, beziehungsweise ich glaube, das soll sowas wie Kies sein. Und das sieht so aus. Ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass es das nur auf dieser Insel gibt. Aber kann auch sein, dass es noch auf einer anderen ist. Wisst ihr wahrscheinlich besser, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das müsst ihr auf jeden Fall bedenken, falls ihr da ein schönes Motto für diese Insel habt. Weil ich denke mal, damit kann man schon was Cooles bauen. Finde ich sehr interessant. Und ja, das soll es für diese Insel gewesen sein. Und damit sind wir auf Isla Sorna. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Animationen alle neu sind mit den Reinfliegen in die Insel. Also die haben sie doch echt geändert, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Die kennt ihr sicherlich auch alle. Auch eine sehr interessante Insel. Also hier vorne ist der Eingang, dann hat man hier so Platz für einen Eingangsbereich, einen coolen. Und dann geht es einmal hier links und hier rechts rum in zwei nochmal so separate Bereiche, würde ich sagen. Und die werden hier hinten auch nochmal verbunden. Also richtig cool, geht hier auch sozusagen... Einmal im Kreis und in der Mitte hat man so einen großen Berg mit Klippen und vielen Bäumen. Und den kann man leider nicht bebauen. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Auf dieser Insel hat man relativ viel Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Also das scheint wahrscheinlich jetzt
kleiner, als es eigentlich ist. Also die ist ziemlich groß. Und ja, sehr, sehr cool. Ich schaue jetzt mal eben einmal hier wegen den Tools von vorhin. Ne, hier hat man dann zum Beispiel wieder nur das Sand-Tool. Okay, gut zu wissen. Also das ist, welche war es jetzt? Isla Sorna war es, glaube ich, ne? Ja, Isla Sorna. Der Mauszeiger war noch kurz zu sehen. I'm sorry. Ja, das ist Isla Muerta Ost. Und die ist auch wieder so sehr sandig. Klippen, Berge im Hintergrund. Das Meer auf der anderen Seite. Sehr, sehr cool. Ich mache mal ganz kurz hier Tag an. Das ist gerade sehr sonnenuntergangs- oder dämmerungsmäßig. So sieht man das immer ein bisschen besser, finde ich. Ja, es ist so eine sehr, sehr coole Mischung aus Berg, Strand und Klippen und Wald natürlich. Sehr, sehr cool. Vom Platz her ist die, glaube ich, auch gar nicht so klein. Und ja, genau, das war diese Insel. Die ist sehr, sehr breit. Also hier kann man wirklich richtig gut bauen. Da hat man keine Engpässe, keine schwierigen Stellen und sowas. Also die ist wirklich easy zu bebauen. Also eine sehr, sehr coole und leichte Insel, denke ich mal. Und ja, ich würde sagen, ab zur nächsten Insel. Und damit sind wir auf dem Takano-Forschungslabor, also auf der Insel, auf dem Teil der Insel. Ja, ist ein geheimer Standort, vielleicht kann man das ja so ein bisschen in das Motto mit einbeziehen. Ja, relativ simpel. Ich glaube diesmal, also man muss immer so ein bisschen den Eingang im Verhältnis, denke ich mal, betrachten. Ich glaube, so groß ist die gar nicht, aber die ist natürlich sehr versteckt. Zwischen großen Bergen, zwischen viel Wald und sowas. Also eine sehr versteckte Insel. Ich mache auch hier nochmal ganz kurz das Licht einmal auf Tag hier, dass wir auch was sehen. Es ist sehr, sehr dunkel. Also ihr seht schon, viel Wald, viele Klippen, viele Berge. Ein wunderschönes Meer, was richtig schön türkis und blau ist. Ist das überhaupt ein Meer? Ah, nee, ist ein See. Okay. Ist ein See hier im Hintergrund. Ja, auch ich denke, auch hier ist eine relativ einfache Insel zum Bebauen. Und damit sind wir auf Isla Nublar Nord. Natürlich das Highlight hier ist der Vulkan. Kann man ihn gerade sehen? Ich sehe ihn gar nicht. Da im Hintergrund, der natürlich qualmt. Kann man sehr, sehr gut ins Motto, denke ich mal, mit einbeziehen. Und das ist natürlich die Insel von ja, Claire Sanctuary, von dem DLC. Die ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Ja, ihr seht schon. Also ich gehe mal einmal hier die Fläche ab. Ihr seht es ja, hier unten hat man so einen kleinen Bereich. Dann geht es hier einmal durch so einen Engpass durch. Hier wird es wieder ein bisschen breiter. Und ihr müsst immer bedenken, es geht hier die ganze Zeit so ein bisschen bergauf. Also hier ist eine untere Ebene, hier geht es dann hoch, immer weiter. Ich bleib mal eben in der Ansicht, da sieht man es ein bisschen besser. Hier geht es dann nochmal durch einen Engpass auf einen dritten hohen Bereich. Und ja, dann ist man hier direkt vor dem Vulkan. Hier hat man auch nochmals viel Platz zum Bauen. Also richtig cool, auch sehr grün die Insel. Und jetzt seht ihr nochmal den Höhenunterschied. Also hier ist eine Ebene und hier. Also das finde ich richtig cool, dass man hier so weit oben ist. Und hier viel weiter unten. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von Höhenunterschieden. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Insel, bei der man richtig coole Mottos finden kann. Gerade auch mit dem Vulkan. Und ja, hier hat man auch sehr, sehr viel Platz zum Bauen. Und zu guter Letzt haben wir hier die Zuflucht. Die Zuflucht ist natürlich ein sehr paradiesischer, idyllischer Ort. Richtig schön hier das Meer im Hintergrund, Berge,
viel Wald, hier so ein bisschen Sand, schöne Klippen. Also eine richtig schöne Insel. Also ich finde, es ist wirklich so ein richtiges Paradies. Soll es ja auch sein, ne? Und vom Bauplatz her ist auch richtig viel Platz vorhanden. Also die ist echt groß, die Insel. Schön breit, keine Engpässe und sowas. Und ja, ich denke, hier lässt sich sicherlich auch ein cooles Motto für finden, für die Insel. Das Meer ist auch richtig schön türkis. Gefällt mir richtig gut. Ich mache auch hier nochmal ganz kurz für euch einmal Tag. Boah, bin ich hier wieder beim Wetter. Sollte hier Tag machen, damit ihr die auch einmal bei Tag seht, weil hier ist auch Dämmerung die ganze Zeit. Oh, wie blau die aussieht. Okay. Aber ihr seht schon, ne? Ist halt echt ein Paradies. Es ist auch hier schön die Berge, weit und breit nichts. Es ist einfach nur Natur pur und eine richtig schöne Insel. So, meine Freunde, ich habe euch jetzt all diese Inseln hier gezeigt. Und falls euch eine besonders gut gefallen hat und ihr ein cooles Motto für diese Insel habt, dann dürft ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Am besten schreibt ihr Insel-Doppelpunkt und dann den Namen der Insel und dann Motto-Doppelpunkt und dann dahinter das Motto. Das Motto kann auch ruhig ein bisschen länger sein. Es kann nur aus zwei Wörtern bestehen, aus einem Wort oder natürlich aus mehreren Sätzen, je nachdem, wie ausführlich das Motto halt ist. Und ja, an die Leute, die die Kommentare lesen, ihr dürft auch gerne Vorschläge, die ihr gut findet, hochliken, damit ich sie eher sehe und eher später in den Vote mit einbeziehe, weil ich werde euch später abstimmen lassen, was wir denn im Endeffekt machen werden. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde mich auf jeden Fall mega darüber freuen, wenn ihr coole Ideen habt und sie mit mir teilt. Und vielleicht werde ich dann ja als nächstes euren Lieblingspark bauen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Falls euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich auch über ein Like freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen und ich bedanke mich schon mal im Voraus bei euch für eure tollen Vorschläge, weil ich weiß, dass ihr coole Ideen habt und sie hoffentlich mit mir teilen möchtet. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.